Jetzt endlich gerade in Berlin angekommen. Ja Mann, wir sind mega gespannt. Es ist jetzt 16.30 Uhr und morgen früh um 5 Uhr geht's los. Die wahrscheinlich größte Tour bisher. Mann, jetzt in Berlin am Start. Ja, Türpen hat mich ja dann vom Bahnhof abgeholt und dann sind wir erstmal mit dem Fixie durch Berlin gefahren und zur Velobande. Was geht? Mittlerweile sind wir bei Tjörven zu Hause. Die Räder stehen hier hinten. Ein großes Dankeschön auf jeden Fall nochmal an die Velobande. Da waren wir ja vorhin noch gewesen und haben uns einfach mal mit Lenkerband, mit Schläuchen ausgestattet. Mega, mega nice. Ja, dann geht's auch schon bald los. Ist jetzt kurz nach 8. Und Leute, Alter, ich bin richtig, richtig aufgeregt. Wir können halt überhaupt nicht einschätzen, wie viele Leute kommen werden. Also wir haben vorhin schon Leute aus Nordrhein-Westfalen Bilder geschickt, dass sie sich auf den Weg machen. Wir wussten echt nicht, worauf wir uns da einlassen. Haben alles montiert, neu angeschraubt, Lenkerband dran gemacht, Taschen befestigt und ja, sind dann schnell pennen gegangen. Was geht, Leute? Ich bin wieder euer Max. Es ist 4 Uhr, warum stehen wir auf? Wir haben alle gar keine Ahnung, aber hier wird nicht verhockt, Alter. Alter, hier wird auf keinen Fall verhockt. Ja, Mann, 4.30 Uhr. Ja, macht sich ready. Ja, Mann, in einer halben Stunde geht's los. Dann treffen wir die Riesenmeute oder die Kleine, je nachdem. Bin mega gespannt. Also das mit den Uhrzeiten, da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden, aber an sich auch. Ja, Leute, und das war irgendwie so ein Gefühl von Aufregung und gleichzeitig war man auch derbe angespannt, weil man wusste nicht, was kommt da jetzt auf einen zu. Aber es hat sich dann ziemlich, ziemlich schnell gelegt. Wer bist du und wo kommst du her? Ich bin der Markus aus München. Aus München, Junge, ja. Krank. Oh, ich bin der Jonas, ich komme aus Schwerin. Gesicht aus Hamburg. Mach die Lampe weg, Alter. Wo kommst du her? Na, von hier. Emil. Ja, moin, ich bin auch der Emil. Nice. Ich komme aus Dresden. Alter. Geil. Klasse, ich komme aus Greifswald. Halt. Greifswald, nice. Und du bist? Simon. Simon, warum bist du hier? Weil ich Bock habe. Sehr gut. Josi aus Luxemburg. Aus Luxemburg, wow. Simon aus Stuttgart. Moin, Silas aus Hamburg und richtig Bock. Und du kriegst einfach nicht genug, du bist schon wieder hier, Alter. Sehr gut. Ole aus der Münster. Du warst auch schon auf dem Weg nach Cuxhaven. Fabi, Hamburg. Ein bisschen radeln wie immer, ne? Mike aus Oldenburg. Aus Oldenburg, Junge. Johann aus Dresden. Aus Dresden, sehr geil. Max aus Frankfurt-Oder und ich hab Bock auf Fahrradfahren. Sehr gut, Mann. Nice. Paula aus Dahlewitz, gleich um die Ecke. Ah ja, perfekt. Schön, dass du hier bist. Ja, Detmold. Marc, auch aus Detmold. Auch aus Detmold, sehr geil. Felix aus Berlin. Und Florian auch aus Berlin. Guten Appetit. Jakob aus Hamburg. Ah, nice. Du warst auch letztes Mal schon mit dabei, ne? Ja, geil. Und ich bin Lukas aus Leipzig. Sehr geil. Andreas aus Luzern, Schweiz. Aus Luzern? Alter, wann bist du hergefahren? Gestern Mittag losgefahren. Krass. Leute, Mann, aus Luzern, Luxemburg, München, krank. Ja, moin, ich bin Julius aus Hamburg. Du hast Bock? Ich hab richtig Bock, aber es ist ganz schön früh. Hi. Woher? Aus Falkensee. Aus Falkensee, okay, also um die Ecke. Ja, moin. Du bist der? Simon, hi. Woher? Sauerland, NRW. Alter, geil. Schönen guten Morgen, Alter. Wer bist du? Christian, aus Bremen. Aus Bremen, krank. Pino. Ach, nice, Alter. Schon bei der ersten Tour dabei gewesen, sehr geil. Du bist der? Nils. Woher? Aus Leipzig. Aus Leipzig, geil. Moin, auch aus Leipzig. Sehr geil. Und du? Axel, Leipzig, natürlich. Geil. Seid ihr die drei, die mit dem Bus gekommen sind? Genau. Ah ja, nochmal, nochmal. Du bist der? Felix. Und zu spät, sehr gut. Wo kommst du her? Riesa, in der Nähe von Dresden. Ah, krass. Ansonsten habt alle eine gute Zeit, lernt euch untereinander kennen. Ja Leute, und das hat mich einfach so unendlich dankbar und sprachlos zugleich gemacht. 37 Leute und es ist einfach so ein cooles Gefühl, solche Leute wie euch durch meine Videos zu erreichen. Mega!
Ja, und dann sind wir in der großen Truppe relativ schnell aus Berlin raus und so langsam ging die Sonne auf. Einfach nur richtig, richtig nice. Andreas unterwegs, der ist einfach aus Luzern, aus der Schweiz hergekommen. Wie viele Stunden bist du gefahren? Ja, knapp 10 Stunden. Wahnsinn. Richtig cool, Mann. Das ist Einsatz, Alter. Und jetzt hier der schöne Sonnenaufgang. Der Rest hat auch noch Bock. Kleine Gravel-Strecke hier, Mann. Und mit dem Mountainbike wäre ziemlich geil. Ja, Leute, jetzt knapp 40 Kilometer. Gerade links von uns der Flugplatz von Chino, gleich in Eberswalde. Hier in der Nähe wohnen auch meine Großeltern. Ja, und gleich auf dem Weg Richtung Paarsteinsee und dann erstmal richtig schön baden. Ja Leute, mittlerweile knapp 50 Kilometer. Joey Kelly ist schon vorgefahren. Keine Ahnung, wo der geblieben ist. Auf jeden Fall machen wir hier jetzt eine Pause und dann geht's gleich weiter an den See. Ja Mann, und was ich am schönsten finde auf der Tour, wie schnell sich Leute untereinander connecten, die sich vorher überhaupt noch gar nicht kannten, aber alle ungefähr gleich von der Einstellung her drauf sind. Und es ist einfach super schön zu sehen, dadurch irgendwie Leute miteinander zu verbinden. Mega. Alter, geiler Scheiß. Ja Leute, schön chilligen Spot. Ja, jetzt erstmal baden, Alter. Jetzt schön nochmal eine Pause hier am See gemacht. Richtig, richtig nice. Paarsteinsee kann ich nur empfehlen. Schaut euch das Wasser an, Alter. Es ist einfach glasklar. Richtig nice. Jetzt die ganze Bande hier wieder auf den Hobel setzen. Dann sind es noch so knapp 78 Kilometer, bis wir in Stettin sind. Und dann sind wir in Polen, Alter. Bin gespannt. Junge, wir sind in Polen. Ja, und dann alle noch schnell ein Gruppenbild gemacht und dann ging es direkt weiter. Junge, der Typ, Alter, nächste Tour de France, Mann. Sehr vorne auf jeden Fall. Der hat die beste Musik und das ist Joey Kelly, Alter. Grüße gehen raus. Ja, Leute, mittlerweile knapp 150 Kilometer. Die letzten Kilometer jetzt noch rein in die Stadt nach Stettin.
kein Mensch hatte einen Platten gehabt und das bei 37 Leuten. Das ist eine gute Quote. Ich hoffe, morgen geht's so weiter. Auf jeden Fall jetzt erstmal ins Hotel. Touchdown. Jo Leute, Alter, 154 Kilometer später sind wir in Stettin angekommen. Wir treffen uns jetzt alle in 2,5 Stunden unten. Und ja, mega geil, es ist 16.30 Uhr. Wir sind echt hammergut durchgekommen. Und es ist eine geile Truppe, macht richtig viel Spaß. Und ja, Mann, läuft. Ja Leute, und dann ging unser verrückter Abend in Polen los. Kaum das erste Bier, schon kam die Polizei, hat uns direkt angehalten. Einfach mal das Gefühl, mit 35 Leuten wie eine Klassenfahrt einmal quer durch Stettin. Basti hat einfach mal für 35 Leute geregelt, dass wir jetzt was zu essen bekommen. Danke Basti, Alter. Kann man ruhig mal klatschen. Yo Leute, was geht? Einen schönen guten Morgen. Tjörn hat schon wieder unfassbar viel Bock, Alter. Alter, aber unnormal. Die Kilometer werden geschrubbt nachher. Junge, Junge, 154, da waren wir gestern Abend noch los, Mann. Draußen Feuerwerk. Junge, Junge, Junge! Ja, wir haben dann noch ein bisschen Polka getanzt. Und ja Mann, Fahrräder sind am Start, es ist jetzt 7.30 Uhr. Wir gehen runter frühstücken und dann sehen wir uns dann. Dann gab es Frühstück, der ein oder andere war noch der Verhockung erlegen, aber dann ging es weiter. 130, 140 Kilometer bis nach Greifswald von Polen aus. Jetzt geht es erstmal nach Ueckermünde an den Strand, gleich alle Leute wieder treffen. Steht. Dann waren wir mit den Leuten auf dem Weg zum Treffpunkt, wo Fabi noch eine richtig schöne Überraschung für uns alle bereithielt. Genau, wer normal Schwalbeschläuche und Mäntel, wer möchte, kann gerne zugreifen natürlich. Dann gibt es noch geile Paste Academy Sticker. Ihr könnt auch bei uns einen Coach buchen für Triathlon-Vorbereitung, Laufvorbereitung, Schwimmen, was auch immer. Vielen Dank an Fabi für Schläuche und Reifen. Und ihr müsst ahnen, der hatte die gestern den ganzen Tag auf dem Bock hinten drauf. Ja, genau, ne? Aber ich dachte, also jede Sekunde kommt man einsatz. Hier nehmen wir nochmal Man muss echt sagen, die Stimmung war am zweiten Tag nochmal eine Schippe drauf und es war einfach nur witzig. Wir sind wieder in Deutschland, Alter. Max, Junge, wie geht's dir? Super, Alter. Ich habe übelst Bock, noch weiter zu fahren. Super. Ja, Mann, mittlerweile knapp 105 Kilometer. Es ist ganz wichtig, Leute, wenn ihr unterwegs seid, immer der Verhockung entgegenwirken. Guckt euch die Gesichter hier an. Die sind alle zerstört. Ich weiß gar nicht, warum du die Kamera jetzt auf mich hast. Ich weiß es nicht, du warst aber immer da. Weil ich halt einfach überhaupt nicht zerstört bin, Leute. Mir geht's richtig gut.
Alles gut? Ist er nicht mehr bei, ne? Geht, Alter. Ja, das liegt im Bein, ich spür's nicht mehr. Aber sonst läuft? Ja, wir ziehen durch, Mann. Sehr gut. Norman, wie geht's dir? Fantastisch geht's dir. Sehr gut. Ich hab grad noch andere Sorgen. Wie geht's, Alter? Macht Bock, Mann. Mega. Erstmal ein schönes Pelle. Komm. Highlight war auf jeden Fall in Ueckermünde am Strand. War heftig. Einfach geil, die Leute. Unfassbar. Macht Bock. Fast 136 Kilometer und wir sind in Greifswald angekommen. Auch wieder ein geiler Tag gewesen. Gleich 140 auf der Uhr. Gestern 154. Geil, Mann. Yo, Leute, was geht? Bisschen Wasser. Alter, die Hydration. Es hat bei mir auf jeden Fall heute nicht so gut ausgesehen, ey. Nur noch 2 Stunden, bis wir uns mit allen nochmal zum Pizzaessen treffen. Richtig, richtig chillige Truppe, Mann. Hat mega Bock gebracht. Die haben alle echt gut Dampf, Alter. Das war bisher die schnellste Zuschauertour, die wir je gemacht haben, ey. Hat mich derbe gefreut. Ein paar Leute sind jetzt tatsächlich schon weiter nach Stralsund. Leute, Mann, wie geil ist das, Leute durchs Internet irgendwie zu verknüpfen, zu verbinden. Die kommen vorbei, haben alle eine gute Zeit, machen alle zusammen Sport. Richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank, Mann, dass ihr alle dabei wart bei der Tour. War mega nice gewesen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Von Luxemburg bis in die Schweiz und Detmold und was weiß ich, wo ihr alle herkamt. Mega cool. Prost, auf einen schönen Abend. Danke. Ja, Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt kurz nach 7. Ein paar Leute haben immer noch Bock zu knallen. Ja, und Mann und ich lassen mir natürlich auch nicht nehmen. Deswegen werde ich jetzt noch mit ein paar Leuten weiter von Greifswald bis nach Rostock fahren. Ungefähr nochmal 100 Kilometer. Ja, Leute, einen schönen guten Morgen. Wir verlassen Greifswald. Von 9. Simon ist durch, Alter. Einfach tot. Da wurde ich einfach platt gefahren. Ist wahrscheinlich gestern zu lange im Club verhockt, ey. Ich habe mich richtig locker gesteppt, aber trotzdem, Bock gemacht, tausend Dank, dass du dabei warst, Mann. Mega. Wir lassen ihn in Grimmen zurück, der nimmt die Bahn und der Rest von dem D-Zug zieht weiter nach Rostock. Fast 87 Kilometer gefahren, die letzten 13, hier ist kranker Wind auf jeden Fall. Heute waren die letzten 10 Kilometer, dann sind wir 400 Kilometer gefahren, Mann, mega geil. Ja, Mann, und das war natürlich ein mega Gefühl. Wir haben es nach Rostock geschafft, Mann, auf der Axt. 400 Kilometer. Dann endlich in Rostock anzukommen und ja, Hammer, Alter. So dankbar für all die Leute, die ich kennenlernen durfte auf der Tour. Einfach alles nur richtig coole Leute am Start. Es hat echt super Spaß gemacht und ich freue mich auf die Tour im Dezember. Geil, sehr gut. Leute, Alter, Rostock, wir haben es geschafft. Ja, Mann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls ihr es bis hierhin geguckt habt, schreibt einfach mal Hashtag Glory Kelly in die Kommentare, danke.